In dem Color Spread zu One Piece Kapitel 1045 versteckt sich ein kleiner Hinweis von Oda auf eine Theorie, die ich in Vergangenheit geäußert habe. Darauf freue ich mich, das heute mit euch zu besprechen und natürlich auch über das Kapitel allgemein zu reden, denn ich habe gesehen, viele sind nicht zufrieden damit. Viele sagen, das ist ein bisschen zu comedy-lastig und passt nicht zu der ernsten Situation. Doch ihr versteht, denke ich, nicht, was hier gerade wirklich abläuft. Ich habe, als ich das Kapitel gelesen habe, meine Augen verloren, so wie viele andere Charakter in diesem Kapitel. Deshalb starten wir mal in dieses Video rein, Freunde. Es wird ziemlich interessant. Deshalb lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um mich weiterhin zu unterstützen. Nachdem ich die Spoiler gehört hatte, dachte ich mir, ach, wieder ein Kapitel, wo wir nichts von Zoro erfahren. Doch Freunde, mit diesem Color Spread erfahren wir etwas ziemlich Interessantes. Denn wenn man genauer hinschaut, sehen wir auf dem Schoß von Zoro eine Art Fuchs oder Hund. Ganz genau kann man das nicht identifizieren. Dieser hat zufälligerweise dieselbe Farbe wie auch Zoros Haare, grün. Und das kann für mich kein Zufall sein. Wir wissen, in Wano Kuni haben wir jemanden kennengelernt, der Begleiter von Ushimaru war. Und Kawamatsu und Opa Hiu haben erwähnt, Zoro ähnelt sehr stark diesem Ushimaru, dem Daimyo von Ringo. Nicht nur das, wir erfuhren auch, dass Ushimaru der Nachfahre von Ryuma ist. Das Ganze ging so weit, dass Oda sich sogar in einer SPS äußern musste, Ushimaru ist nicht der Vater von Zoro, weil das Ganze einfach zu offensichtlich schien. Wir haben das Aufeinandertreffen zwischen Zoro und Onimaru gesehen, wo sie gegeneinander gekämpft haben, um das Shusui, welches damals Ryuma gehörte. Onimaru war damals der Meinung, dass Zoro es nicht würdig wäre, das Shusui zu führen und dass das Shusui nach Wano Kuni gehört. Seit diesem Ereignis haben wir nichts von Onimaru gesehen. Ist er wirklich bei diesem ganzen Chaos noch im Friedhof geblieben, um die ganzen Waffen zu schützen? Natürlich nicht. Viele vergessen, dass Orochi, nachdem er an die Macht kam, die Waffen der Samurai natürlich alle beschlagnahmt hat, damit es zu keinem Aufstand kommen kann. Woher haben aber die Samurai, die gerade im Onigashima-Krieg gegen Kaidos Leute kämpfen, denn die Waffen her? Ja, es war Onimaru, damals gemeinsam mit Kawamatsu, die Waffen gesammelt haben für so eine Aktion. Diese wurden gebunkert, genau für diesen Fall. Nachdem Kawamatsu festgenommen wurde, hat Onimaru selber weitergemacht und wir haben gesehen, dass auf dem Friedhof einige Schwerter noch am Grab zu finden waren. Diese hat Onimaru beschützt, aber für diesen besonderen Anlass hat er höchstwahrscheinlich sogar zugelassen, dass die Schwerter von den Gräbern entnommen werden, um im Kampf benutzt zu werden. Was muss also Onimaru noch auf dem Friedhof beschützen? Ja, es ist nur noch das Shusui übrig, was er beschützen muss und dafür muss er nicht unbedingt im Friedhof bleiben. Bei so einem Ereignis bin ich mir sicher, dass er natürlich auch etwas dazu beitragen will, dass Wano Kunis Tor geöffnet werden, denn er bewundert Ryuma und dieser hat immer für die Rechte von Wano Kuni gekämpft, damit das Volk in Frieden leben kann. Während Zoros Kampf gegen King bekamen wir einen kleinen Flashback, wo wir sahen, dass Kozaburo etwas über die Schwerter geredet hat. Wir wissen ja, dass die Verbindung zwischen Zoros Dorf und Wano Kuni offensichtlich ist. Zufälligerweise heißt das Dorf, wo Zoro gelebt hat, Shimotsuki. Das liegt daran, dass Kozaburo, nachdem er von Wano Kuni theoretisch geflüchtet ist, ins East Blue kam und dort das Dorf Shimotsuki gegründet hat. Er hat sogar die Leute im Schwertkampf unterrichtet, damit sie lernen, ihr Dorf selber zu verteidigen. Das Ganze hat dann Koshiro, sein Sohn, übernommen. Jedenfalls sprach dieser Schwertschmied darüber, dass die Schwerter eine eigene Seele besitzen und auch selber handeln können. Das passt natürlich zum Thema Enma sehr gut, denn Enma kann das Haki seines Nutzers aufsaugen, falls der Nutzer die Kontrolle über dieses Schwert nicht hat. Das Ganze wurde schon damals im One-Shot-Manga Wanted angedeutet. Ryuma sagte nämlich, dass wenn jemand an ihm vorbeiläuft und sein Schwert aus Versehen beim Vorbeigehen, dass Shusui trifft, dass das dann heißt, dass es zu einem Kampf kommt auf Leben und Tod. Obwohl vielleicht der Schwertkämpfer selber sagt, dass er nicht kämpfen will, Ryuma fand einfach, dass das Schwert den Schwertkämpfer darstellt und dass, wenn er Schwert kämpfen will, der Schwertkämpfer ebenfalls kämpfen will, obwohl es ihm selber nicht bewusst ist, denn der Schwertkämpfer ist das Schwert. Echt krass, worauf Eiichiro Oda alles achtet, meine Freunde. Worauf ich jetzt damit hinaus wollte, ist, dass das Shusui selbst reagieren kann und
Mut Onimaru eventuell klar machen kann, dass er auch in diesen Krieg eingreifen will und dass deshalb Onimaru in Aktion tritt und nach Onigashima gegangen ist, um halt das Shusui Zoro zu geben, weil dieser der rechtmäßige Besitzer des Shusuis ist und es braucht, um im Kampf gegen die besten Piratenbande zu bestehen. Nachdem dann durch Zoro die Tore von Wano Kuni geöffnet werden und er den Sieg nach Hause bringt, kann es sein, dass Onimaru erkennt, dass Zoro quasi der neue Anführer von ihm ist, dass er Wano Kuni endlich verlassen kann, dass er endlich neue Abenteuer erleben kann und Zoro folgt, genauso wie er damals Ushimaru gefolgt ist. Ich denke, das will dieses Color Spread ausdrücken und ich bin mir sicher, dass Onimaru ein guter Begleiter wäre für die Strohhüte und vielleicht noch einige Geheimnisse parat hat, die in Zukunft noch wichtig werden könnten. Wie fändet ihr es aber, wenn Onimaru mit Zoro gemeinsam reisen würde und ihn begleiten würde auf seinem Weg, der stärkste Schwertkämpfer der Welt zu sein? Meiner Meinung nach würde das einige Vibes hergeben von Ryuma und Ushimaru. Und ganz ehrlich, Freunde, diese legendären Samurai sind einfach Vorbilder für jedermann. Und zu sehen, dass so jemand Legendäres wie Onimaru mit Zoro reist, würde uns klar machen, dass Zoro genauso eine große Legende ist wie sie. Doch kommen wir mal auf die restlichen Ereignisse im Kapitel zu sprechen. Es war größtenteils der Kampf zwischen Gear 5 Ruffy und Kaido. Während dieses Kampfes bemerken wir nochmal, wie albern das Ganze aussehen kann. Ruffy wird von Kaido verschluckt, greift dann im Körper von Kaido ihn an und dann setzt er Gum Gum Ballon ein, kann in gewissermaßen Kaidos Körper auch in Gummi verwandeln, greift durch die Pupillen von Kaido raus und wird aus ihm rausgeschleudert. Dann verwandelt er sich in einen Riesen, Kaido beißt ihn, Ruffy wiederum springt mit Kaido Seil, wird dann von einer Boro Breath getroffen, scheint nochmals von Onigashima runterzufallen, Yamato und Momonosuke machen sich dabei natürlich große Sorgen um Ruffy, aber dieser rennt einfach hoch und hinter ihm entstehen Flammen, genauso wie auch in vielen anderen Comics, die wir aus der Vergangenheit kennen. Selbst Kaido sagt, das Ganze erinnert etwas an Bilderbücher und dabei hat er, denke ich mal, die Rolle des Zuschauers eingenommen und macht uns klar, nicht nur für uns ist das albern, sondern auch für Kaido. Selbst Kid, Law und Co., die zuschauen, scheinen von Ruffys Fähigkeit betroffen zu sein, auch ihre Augen fliegen raus. An dieser Stelle verstehe ich natürlich die Meinung vieler, die meinen, ey, das ist mir etwas zu lustig, um wahr zu sein. Ich hätte erwartet, dass der Kampf ernst wird gegen Kaido. Wir sind jetzt im Finale. Doch Freunde, die Ernstigkeit fängt genau jetzt an. Denn Ruffy verwandelt sich quasi von seiner Form wieder zurück und gibt zu, Kaido, ich bin gerade am Sterben. Ich werde fast sterben. Aber ich habe keine Angst vorm Tod, denn wenn ich sterbe, dann bleibt nur noch mein Knochen übrig. Und ich will hier gewinnen, sonst war das alles nichts wert. Kaido selbst sagt, ey, ihr habt so viel erreicht, ne? Das wird man sich immer herum erzählen, dass ihr hier einen guten Kampf abgeliefert habt, aber du kannst mich nicht besiegen. Doch Ruffy sagt, ich werde weitermachen und Kaido, Freunde, der reagiert so, Junge, du wirst dich noch selber umbringen, aber kämpf natürlich weiter. Was ich daran interessant finde, ist, dass Ruffy in diese Form nur gelangen kann, wenn er den richtigen Herzschlag hat. Und diese Form ist anscheinend so, dass Ruffys Haare weiß werden, ähnlich wie bei den Minks in der Zulong-Form. Und da sehe ich echt eine Parallele, weil wir haben ja Vollmond. Und vielleicht hat das echt etwas mit den Minks zu tun, da wir wissen, dass Ruffy jetzt hier die Zoan-Teufelsrot hat, Nika-Frucht. Und es könnte wirklich da eine Parallele zu geben, die ich auch extrem feiern würde. Ruffy hatte damals in der Fischmenscheninsel die Parallele zu den Fischmenschen, dass sie dieselbe Blutgruppe hatten. Deshalb konnte zum Beispiel Jinbei Ruffy Blut spenden. Jetzt hätte er hier die Parallele zu den Minks, dass er auch quasi eine Zulong-Form hat. Und was ich auch interessant finde, ist, dass es mir so vorkommt, als wäre Ruffy dazu gezwungen, in diese Form zu wechseln. Und es wird immer interessanter, wenn man sich die Frage stellt, was passiert jetzt wirklich, wenn er aus dieser Form rauskommt? Wird er dann etwa wirklich sterben? Wird er kurz vorm Tod sein? Wer wird ihn retten? Das sind halt quasi die Fragen, die ich mir die ganze Zeit stelle. Am Ende sehen wir, dass Ruffy nochmal Kaido trifft mit einer Attacke und anscheinend geht seine Hand komplett durch seinen Kopf. Es sieht so aus, als würde er quasi seinen Kopf durchlöchert haben, aber als wir dann Kaido am Boden sehen, ist er eigentlich noch ganz heil und das ist halt das Ding, Freunde. Wir sind hier in einem Comic. Die Realität wird quasi beeinflusst und wir wissen nicht ganz genau, was ist real und was ist nicht real. Bringen die Angriffe etwas gegen Kaido oder nicht? Das sind halt alles Fragen, die wir erst am Ende beantwortet bekommen. Ich kann
kann mir nicht vorstellen, dass Ruffy in dieser Form Kaido besiegen kann. Es wäre etwas schade, wenn Kaido in dieser Art und Weise besiegt wird. Ich würde mir wünschen, dass Kaido bis an sein Limit getrieben wird in dieser Form, die Ruffy gerade hat. Und dass, wenn dann Kaido an seinem Limit ist, Ruffy nicht mehr ins G5 wechseln kann und jemand anderes übernehmen muss. Vielleicht aber erkennt auch Kaido Ruffy als Joyboy an, denn wir sehen im Kapitel immer wieder, dass Kaido überlegt, was steckt denn jetzt hinter Ruffys Teufelsfrucht, und wenn er am Ende darauf kommt, dass Ruffys Frucht die Nika-Frucht ist, könnte er erkennen, okay, er ist der Auserwählte gewesen, und wenn er sich am Ende für Ruffy opfert, um gegen halt die Weltregierung oder so zu kämpfen, wäre das für mich die beste Lösung, die Oda jemals in diesem Arc bringen hätte können. Schreibt doch mal ihr in die Kommentare eure Meinung zu diesen ganzen Themen, Freunde. Ich würde sagen, vielleicht kommt die Tage ein Video zu explizit diesem Thema Kaido und was er generell in seinem Leben vorhatte. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Kozuki One Piece.